I see. Alright, bottles on me. Long as someone drink it. Never drop the ball. Fuck it, y'all thinking. Making sure the young money ship is never sinking. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Drops Clan Channel. Meine Stimme kennt ihr wahrscheinlich auch noch nicht, denn ich bin neu in diesem Clan. Und ich stelle mich dann kurz vor, würde ich mal sagen. Mein Name ist Erik, ich bin 14 Jahre alt und ich habe auch einen YouTube-Kanal. Der heißt RX Gamer Rix. Deshalb, ja, ihr könnt auch einfach Rix zu mir sagen. Und ja, jetzt kommen wir mal zum Wesentlichen. Das Video ist von Frontal, der ist verlinkt in der Beschreibung. Da würde ich sagen, fangen wir auch direkt mit dem Video an. Es geht um die Top 5 Plätze, wo wenige hingehen, aber guter Loot ist. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit Platz 5 an. Mein persönlicher Platz 5 ist Haunting Hills. Das ist hinterm Berg bei Pleasant. Weil da geht so gut wie niemand hin, meistens auch niemand. Und der Loot da, finde ich, der ist recht gut, finde ich. Also ich habe nichts gegen den Loot. Kann man mal machen. Und ja, also wie gesagt, Platz 5, Haunting Hills. Und Platz 4 ist für mich das Hotel bei Lazy Links. Da geht auch so gut wie nie jemand hin. Und wenn da jemand hingeht, hat man halt Pech gehabt. Aber da geht fast nie jemand hin. Und das Loot da, ich habe da mal eine legendäre Burst bekommen. Eine Pump, eine S und das, eine MP5 und noch ein Chuck-Chuck. Weil da sind nämlich noch Ruinen und in Ruinen sind ja auch meistens Thronen drin. Und ja, das ist mein persönliches Platz 4. Ich würde sagen, gehen wir direkt zu Platz 3 rüber. Auf Platz 3 ist, sehr gerecht finde ich, weil da fast keiner hingeht, Tilted Towers. Okay, war ein Spaß, mein Witz sind scheiße. Ja. Platz 3 ist der Wikingerberg, weil da, aber muss dazu sagen, nur wenn der Bus nicht da drüber fliegt oder zu nah dran fliegt, weil sonst gehen da auch schon ein paar hin, aber sonst gehen da nicht mehr so viele hin, weil, ja, die keinen Bock haben, da gehen die eher zu Tilted oder Pleasant Park. Also, nur dahin gehen, wenn der Bus ein bisschen weiter weg fliegt, dann geht da fast keiner hin oder keiner und ihr habt geilen Loot. Für euch könnt, was weiß ich, eine Skara bekommen, ihr könnt alles bekommen. Truhen sind da auch ganz gut. Und ja, das war's mit diesem Platz. Platz 3, Wikingerberg. Und jetzt kommen wir zu Platz 2. Platz 2 sind die Doppelhäuser bei Risky Reels und Tomato Town. Nicht Tomato Town oder Risky Reels, sondern die Doppelhäuser. Immer wenn ich da bin, war da nie jemand. Also es war bei mir so, bestimmt waren bei anderen schon ein paar Mal Leute da. Aber bei mir war da nie jemand, als ich da war. Weil die gehen halt immer zu Risky Reels oder zu Tomato. Und ja, das ist der Platz 2. Außer es liegt der Bus genau da drüber. Aber das passiert selten. Und ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Platz 1. Platz 1, ganz klar und deutlich ohne Konkurrenz, ist die Mexiko-Stadt. Da können bis zu 20 Ton sein, oder? 20? 18? Also meistens jetzt 18, bei mir waren es schon mal 19. Ich denke, bis zu 20 Ton können da sein. Und ich meine, das ist mega geil. Wenn der Bus in der Mitte fliegt, also in der Mitte der Map fliegt, dann, also ich gehe da dann immer hin, weil da wird fast gar keiner sein. Ich gehe dann immer hin, da ist höchstens ein Team oder eine Person. Und ich meine, dann 18, 20 Ton zu haben, ist schon geil. Ich meine, da kann ich wirklich nichts gegen sagen. Das bleibt und ist für mich die Platz 1 der Top-Spots in Fortnite, wo wenige Leute hingehen und guter Loot ist. Also Platz 1 ist auf jeden Fall die Mexiko-Stadt bei Pleasant Palms. So, das war's auch leider schon mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wäre ein Like super nett, ist alles kein Muss. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ein Abo und eine Glocke wäre auch super hilfreich. Ich sag jetzt aber nicht so, ihr müsst jetzt abonnieren, sonst dürft ihr keine Videos mehr schauen oder sonst sowas. Ihr könnt abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch unser Content gefällt. Und ja, wir bringen Infos über Fortnite, über COD, über alles, was ihr so braucht. Das erste Video, wo ich so als Kommentator war, weil die Videos auf meinem Kanal sind alle außer eins bis jetzt Live-Commentary gewesen. Also bitte nicht so harte,
Kritik, sondern so, sieht so an, es war halt das erste Mal, und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das fandet, so wie ich kommentiert habe. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video auf dem Drops Clan Channel. Haut rein!